Seit einem Vierteljahr hatte ich schlimme Schmerzen im linken Bein, schneidende Schmerzen. Bin auch in Behandlung gewesen beim Orthopäden, habe Spritzen und Tabletten bekommen. Es hat aber nichts geholfen. Die Schmerzen wurden immer schlimmer. Bin dann Anfang Februar ins Krankenhaus gekommen als Notfallpatient. Der Doktor hat probiert, mit Medikamenten, mit Physiotherapie diese Schmerzen einzudämmen. Es wurde aber nichts, es ging nicht und bin dann operiert worden. Und es war ja das linke Bein, habe ich schon gesagt. Und seitdem, seit der Operation, sind diese Schmerzen aber weg. Bin ich eigentlich wieder sehr glücklich. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Ihres SRF-Gesundheitsforums Hippokrates. Heute geht es um das Thema Spinalkanalstenose. Deshalb begrüße ich an meiner Seite Herrn Dr. Tassler. Er ist Facharzt für Neurochirurgie am MVZ in Bad Salzung und auch Sektionsleiter Neurochirurgie hier am Klinikum in Bad Salzung. Herr Dr. Tassler, wir haben ja gerade den Erfahrungsbericht von der Patientin gehört. Können Sie erst einmal ganz kurz erklären, was das überhaupt bedeutet oder was das überhaupt ist, so eine Spinalkanalstenose? Eine Spinalkanalstenose oder Einengung des Wirbelkanals, das hat jeder Patient, kann das erleiden im Laufe des Lebens. Der Wirbelkanal verändert sich wie die Bandscheiben im Laufe des Lebens oder auch im Laufe des Tages. Der Wirbelkanal umfasst zum Schutz das Rückenmark, das geht ungefähr bis zum Wirbelbogen hinunter, und dann die einzelnen Nerven, die dann als Ischiasnerv hinunterziehen bis zum Fuß. Das heißt also, wenn im Rücken, im Wirbelkanal was nicht stimmt, kann man Ischiasschmerzen haben, kann man Ausfallserscheinungen bis in den Fuß hinein erleiden. Und das hat diese Patientin erlitten. Okay, können Sie etwas darüber sagen, wie häufig so etwas vorkommt? Also wie viele Menschen sind denn da in etwa von betroffen? Das ist schwierig, absolute Zahlen zu nennen. Man hat den Eindruck, dass heute dieses Krankheitsbild zunimmt. Aber es ist so, der Mensch oder die Bevölkerung wird älter. Also hat man das Glück oder das Pech, manche Erkrankungen zu erleiden oder zu erleben, die es vorher in der Häufung nicht gab. Also zum Beispiel ein Engstellensyndrom an der Hand, Karpaltunnelsyndrom oder einen chronischen Bluterguss im Kopf oder eine Engstelle an der Wirbelsäule, die sich im Laufe des Lebens entwickeln kann. Es gibt anlagebedingt bei Minderwüchsigen, also Lilliputanern, die haben gehäuft Engstellen. Aber ansonsten ist es eine Erkrankung, die schicksalhaft manche Bevölkerungsgruppen oder manche Menschen einfach im Laufe des Lebens erleiden, weil der Kanal langsam zuwächst. Wie kommt es denn dann generell zu so einer Engstelle? Also was sind denn die Ursachen? Die Ursachen hat man heute den Eindruck, dass es die zivilisatorische Belastung der Wirbelsäule ist. Also unser Umfeld ist einfach nicht Rücken- oder Wirbelsäulen gesund. Die Bandscheiben verändern sich, die sinken in sich zusammen und dadurch kommt es zu einer Raumforderung in den Kanal hinein. Die kleinen Zwischenwirbelgelenke, die hinten die Wirbelsäule abstützen und die Bandscheiben und die Wirbelkörper verbinden, die wachsen nach innen zum Teil. Dann kommt es zu einer Überlastung der Bänder, die wachsen. Und das alles kann dazu führen, dass der Wirbelkanal zuwächst und dass die Strukturen, die Nerven und der Nervenwurzelschlauch, die unten im Kreuz im Wirbelkanal verlaufen, dass die dann Probleme bekommen. Gibt es denn so typische Symptome, die auf so eine Engstelle im Wirbelkanal hindeuten? Im ersten Augenblick denkt man immer, irgendwas mit der Wirbelsäule hat was mit Rückenschmerz zu tun. In ganz, ganz seltenen Fällen ist der Rückenschmerz Ausdruck einer Engstelle, einer Wirbelkanaleinengung. Häufig sind es aber sogenannte Ischiasschmerzen, was ich schon sagte, dass also ein Nervenanteil zum Ischiasnerven hin gereizt ist. Dann gibt es Schmerzen ins Bein hinein. Es gibt Gefühlsstörungen, so Ameisenlaufen, Missempfindungen oder gar Ausfallserscheinungen wie Lähmungserscheinungen. Was typisch ist für die Spinalkanalstenose, im Gegensatz zum Beispiel zum Bandscheibenvorfall, dass es beidseitig häufig auftritt, weil der Kanal symmetrisch beidseits sich einengt und dass zudem die Gehstrecke kürzer wird. Man bekommt also Schmerzen bei immer kürzer werdenden Gehstrecken, weshalb man bei manchen Patienten schon sieht, wenn sie laufen, dass sie mit einer gewissen Schonhaltung laufen, vorübergebeugt, weil dadurch praktisch der Kanal relativ wieder erweitert werden kann. Herr Dr. Tassler, wohin wendet man sich denn dann, wenn man derartige Beschwerden bei sich feststellt?
Es bleibt immer der erste Ansprechpartner der Hausarzt, der dann alles Weitere veranlasst. Er beginnt mit der Therapie, organisiert aber die Überweisung zum Facharzt für Orthopädie oder Neurochirurgie oder dem neurologischen Kollegen. In seltenen Fällen sind aber die Beschwerden ins Bein hinein so ausgeprägt oder sind gar Lähmungserscheinungen und unerträgliche Schmerzen da, dass sofort eine stationäre Krankenhauseinweisung über die Notfallambulanz erfolgen muss, wo dann alles Weitere veranlasst werden kann. Okay, und was bedeutet das alles Weitere? Also was passiert dann mit dem Patienten in der Praxis oder eben im Krankenhaus, um dann konkret die Diagnose stellen zu können? An erster Stelle steht dann immer die körperliche Untersuchung, die neurologische Untersuchung, wo man dann feststellt, welche Ausfallserscheinungen bestehen. Man untersucht also die Reflexe, man schaut, ob das Gefühl an den Beinen intakt ist, man schaut, ob Lähmungserscheinungen vorhanden sind und guckt sich das Gangbild vom Patienten oder der Patientin an. Gleichzeitig schaut man aber auch, ob andere Erkrankungen dafür verantwortlich sein können. Wenn also jemand zuckerkrank ist, langjährig, gibt es Funktionsstörungen an den Nerven, eine sogenannte Polyneuropathie, die macht manchmal ähnliche Beschwerden, also auch Missempfindungen oder Schwäche oder bei den Reflexuntersuchungen fällt etwas auf, aber da ist natürlich keine Spinalkanalstenose dahinter. Es kann in sehr seltenen Fällen ein gutartiger Tumor, also so eine Zyste am Wirbelkanal kann solche Beschwerden verursachen. Ganz selten kann sogar ein Hüftgelenksverschleiß Schmerzen beim Laufen machen. Manchmal haben die Leute auch Missempfindungen. Und eine typische Volkskrankheit heute ist natürlich auch die typische Schaufensterkrankheit, dass eine Durchblutungsstörung der Beine vorliegt. Da kribbeln die Beine auch, tun weh. Und der Patient muss, deshalb auch der Begriff wie beim Schaufensterschauen, immer wieder innehalten, weil er vor Schmerzen nicht weiterlaufen kann. Da muss man dann entsprechende weitere Untersuchungen veranlassen. Also das würde alles ich mit dem Patienten besprechen, wenn ich ihn das erste Mal sehe. Okay. Und führen Sie dann auch irgendwelche bildgebende Verfahren für die Diagnose durch? Ja, durch Handauflegen kann man leider so eine Spinalkanalstenose oder eine Wirbelkanalstenge nicht feststellen. Der Patient wird untersucht, dann hat man den Verdacht und dann veranlasst man Bilder. Jetzt glauben die meisten Menschen oder Patienten, dass man dann mit dem normalen Röntgenbild das schon sehen kann. Das ist leider nicht so. Es gibt da indirekt Hinweise darauf oder dafür, dass eine Engstelle vorliegt. Aber man muss dann so ein großes Computerbild machen mit Röntgenstrahlen oder noch besser manchmal eine Kernspintomographie mit Magnetstrahlen. Das sind größere Abschnitte der Wirbelsäule zu sehen und dann weiß man schon, was los ist. Wie sieht es denn mit der Therapie dann aus? Also gibt es konservative Behandlungsmöglichkeiten, dass man sozusagen um eine OP drumherum kommt oder ist sozusagen eine Operation zwingend notwendig? Nein, ein absolutes Muss zur Operation gibt es bei diesem Krankheitsbild nicht. Man weiß aus großen Untersuchungen, dass zum Beispiel 20% aller Patienten, bei denen zufällig durch eine andere Untersuchung eine Spinalkanalstenose entdeckt worden ist, die haben keinerlei Beschwerden. Und man ist ja immer bemüht, man behandelt den kranken Patienten und Menschen und nicht das Röntgenbild oder das Computerbild. Wenn nun im Computer- oder MRT-Bild die Engstelle auffällig ist, beginnt man zunächst einmal eine sogenannte konservative Therapie, das heißt ohne Operation. Das kann bereits der Hausarzt machen, wenn also der Patient unerträgliche Ischias-Schmerzen hat, fängt man an mit Medikamenten. Das kann man einfach machen oder kombinieren. Dazu beginnt man sofort mit einer speziellen Physiotherapie, das heißt Krankengymnastik, zusätzlich Wärme- und Kälteanwendungen. Bei der Krankengymnastik weiß man bei der Spinalkanalstenose, dass man mit so einer sogenannten Flexionsgymnastik, dass man bestimmte Übungen macht, da kann man eine gute Linderung des Beschwerdebildes erreichen. Es erfordert aber natürlich ein bisschen Geduld. Also von jetzt auf gleich geht das nicht weg. Okay, und wenn man sich dann aber letztendlich für die Operation entscheiden muss, wie geht es dann weiter für den Patienten? Vor der Operation würde man als nächste Stufe noch der konservativen Therapie eine sogenannte invasive Schmerztherapie versuchen. Da kann man mit umschriebenen Einspritzungen hinten an den kleinen kranken Zwischenwirbelgelenken oder im Bereich des Nerven oder der Rückenmarkshäute mit Cortison und lokalen Betäubungsmitteln diesen chronischen Schmerzkreislauf durchbrechen, sodass man manchmal auch nicht gleich operieren muss. Halten die Beschwerden aber an, oder werden die Lähmungserscheinungen schlimmer oder kann der Patient einfach nur noch 50 Meter gehen und kann überhaupt nicht mehr dann weiterlaufen, dann empfiehlt man schon die mikrochirurgische Entlastungsoperation. Was passiert denn konkret bei der Operation? Können Sie das erklären? Es gibt im Prinzip zwei Operationsverfahren. Das eine ist die reine Entlastungsoperation, heute standard und regelhaft mit Mikroskop geführt über einen kleinen Schnitt. Da wird die Muskulatur geschont.
Der Wirbelkanal wird dann beidseits erweitert. Es werden die Strukturen, die im Laufe des Lebens sich verändert haben und drücken, entfernt, ohne dass die Stabilität der Wirbelsäule praktisch in Frage gestellt wird oder verändert wird. In manchen Fällen aber muss man auch eine Stabilisierungsoperation ins Auge fassen. Dann vor allen Dingen, wenn durch den Verschleiß eine Verkrümmung der Wirbelsäule stattgefunden hat oder wenn eine Art Gleitwirbel, eine Überbeweglichkeit der Wirbelsäule an der einen Stelle entstanden ist, dann ist manchmal nur die reine Entlastung nicht ausreichend, weil die Instabilität, die Überbeweglichkeit würde dann dadurch verstärkt. Also muss man von vornherein mit stabilisieren. Wie geht es denn nach der Operation für den Patienten weiter? Also wie lange muss er zum Beispiel im Krankenhaus bleiben und was passiert in dieser Zeit? Gehen wir vom häufigsten Fall, also der Engstelle an einer Stelle aus. Beidseitig, wo mikrochirurgisch nur entlastet wird, muss der Patient ungefähr 7 Tage im Krankenhaus bleiben. Er wird in Vollnarkose operiert, soll nachmittags bereits aufstehen in Begleitung. Es wird keine Wunddrainage benutzt, weil der Eingriff sehr klein ist. Man hat eine gute Entlastung. Er darf sich zunehmend belasten, soll ab dem 4. Tag schon ins Bewegungsbad, um Wassergymnastik zu machen und die Wirbelsäule so schnell wie möglich wieder zu belasten. Und nach Abschluss der Wundheilung, so ab dem 7., 8. Tag, darf er nach Hause. Gibt es dann noch so etwas wie eine Nachsorge oder Rehabilitationsmaßnahmen oder bestimmte Verhaltensregeln, die der Patient dann idealerweise einhalten sollte? Nachsorge ist natürlich immer wichtig. Ja. Allein mit der Operation ist das Problem nicht gelöst. Die Beinschmerzen sind rasch besser. Manchmal nicht sofort, aber häufig innerhalb kürzester Zeit. Ausfallserscheinungen wie Missempfindung oder Lähmungserscheinung brauchen einfach eine gewisse Zeit, bis sie sich zurückbilden. Neben der Wassergymnastik und Physiotherapie im Wasser macht man dann zunehmend eine rückenstabilisierende Krankengymnastik, um zu verhindern, dass wieder vermehrt Rückenschmerzen später auftreten. Das kann man ambulant durchführen. Es ist manchmal aber so, wenn man in doch ländlichen Regionen wie hier wohnt, ist es dann sehr aufwendig, 20, 30 Kilometer irgendwo zu einer Anwendung zu fahren und ins Bewegungsbad. Da macht man das stationär in einer Reha-Klinik für circa 3 Wochen. Erst Pause zu Hause, dann Reha, damit der Rücken und die Beine sich wieder stabilisieren. Herr Dr. Tasser, können Sie noch etwas zu den OP-Risiken sagen und auch zu den Erfolgsaussichten? Das Risiko ist zum einen das Risiko einer Vollnarkose, wobei jeder erfahrene Narkosearzt und Anästhesist sofort freudenstrahlend erzählen wird, dass die Vollnarkose heute sicher eins der sichersten medizinischen Verfahren ist. Es kann durch die Vollnarkose theoretisch eine Thrombose, Lungenembolie oder dergleichen entstehen. Das ist extrem selten. Da wird auch maximal Vorbeugung dagegen betrieben. Zum Beispiel werden diese Heparinspritzen benutzt. Diese Antithrombose-Spritze braucht man heute nicht mehr, aber Heparinspritzen und sofort aufstehen, das ist wichtig nach der Operation. Speziell für die Operation der Wirbelkanaleinengung gibt es die Risiken, dass man die Strukturen, die dort liegen und die man entlasten will, natürlich berührt oder dass theoretisch da was passieren kann. Insgesamt ist das Operationsrisiko von 2-5% zu nennen in ganz großen Untersuchungen. Das wechselt ab davon, ob der Patient, wie alt er ist, ob er an mehreren Stellen operiert werden muss, hängt auch davon ab, wie verklebt die Strukturen sind. Es kann theoretisch eine Nervenhülleneröffnung passieren, das muss man abdichten. Dass eine Nervenverletzung vorübergehend oder bleibend passiert, ist extremst selten. An sich ist das ein vertretbares Risiko und es gilt wie immer abzuschätzen, habe ich alternative Behandlungsmöglichkeiten, geht es ohne Operation oder muss ich operieren? Und dann ist manchmal die Operation das kleinere Übel, bevor der Nerv dann einen chronischen, dauerhaften Schaden nimmt. Okay. Können Sie abschließend noch etwas zur Prävention sagen? Also kann man irgendwas vorbeugen tun oder ist das dann wirklich einfach Schicksal, wenn man an dieser Krankheit leidet? Ein bisschen schicksalhaft ist es, wenn man es bekommt. Wenn man es dann hat, kann man gegen sein Schicksal ein bisschen ankämpfen oder ein bisschen anarbeiten, indem man alle Arten von Ausgleichssport macht, dass man eine einseitige berufliche Belastung, wie langes Stehen beim Singen oder langes Sitzen am Computer oder dergleichen, vermeidet, wenn man weiß, dass da Probleme entstehen. Und zum Ausgleichssport gehören Fahrradfahren, Schwimmen, Nordic Walken, das, was man kennt am besten. Und wichtig ist, dass man es regelmäßig durchführt, vielleicht in der Gruppe, unter Anleitung zunächst auch Krankengymnastik macht. Dann hat man eine relative Sicherheit, dass man erstmal Ruhe hat. In ganz seltenen Fällen kann so eine Engstelle nochmal wiederkommen an einer anderen Stelle. Das ist aber eher die Ausnahme. In der Regel ist es was Einmaliges. Okay, und wenn man es dann hat, dann auf jeden Fall Bewegung immer. Ja, ganz gut. Das ist immer gut. Herzlichen Dank, Herr Dr. Tasler, für diese Informationen zur Spinalkanalstenose. Dankeschön. Vielen Dank.
Danke auch an Sie, liebe Zuschauer, fürs Einschalten. Ich hoffe natürlich, Sie sind auch bei unserem nächsten SRF-Gesundheitsforum Hippokrates wieder mit dabei. Bis dahin, machen Sie es gut.